So, ho, willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2011. Ja, wir haben die Story des Undertakers beendet. Wir sind zu Christian gegangen, haben wir auch beendet. So, Forgot Your Strong, Rey Mysterio, ebenfalls beendet. Und zu John Cena, die ist jetzt auch beendet, das heißt Y2J, Save Us, Chris Jericho. Ich freue mich, glaube ich, auf die Storyline vielleicht am meisten. Ich werde es einfach jetzt am machen. Ich werde mich zuerst mal noch in meinen 1090, habe gerade 1000 Abonnenten bedanken. Das ist der Hammer, dass ihr auch so viel Kommentare schreibt und ich weiß, ich bin das halt ein bisschen inaktiv. Es kommt daher, dass ich gerade Ausbildung, ich muss ja auch meine eigene Freizeit haben. Ich kann ja nicht nur Let's Playen. Aber ich werde das so machen, ich werde jetzt um die 1-2 Wochen, ich glaube sogar 2 Wochen, oder am Wochenende mache ich dann eine Pause, ich werde auf jeden Fall Let's Play Marathon machen. Ich werde jetzt bis am 24., also der 23. mein letzter Arbeitstag, habe ich dann Urlaub, Ferien, bis zum 3. Und ich will bis zum jetzt 24. will ich jetzt jeden Tag was aufnehmen. Und das heißt, ich nehme mal 10 Minuten auf. Nein, ich nehme nonstop auf, spätestens 2 bis 4 Stunden. Das ist dann ungefähr jetzt in ein paar, in 2 Wochen jetzt, sehr viele Parts für jetzt habe. Ja, damit es nie ausgeht bei mir. Weil nach SmackDown vs. 2011, ich will noch viel Specials machen, nebenbei, klar. Werde ich hier Dingsen. DNA Impact. Hab schon 2 Stunden aufgenommen. Herrliches Video. Könnt drauf freuen. Also, und dann habe ich noch SmackDown vs. 2010. Da habe ich auch noch die 3 Storylines und ich will nicht so beenden, Leute. Ich will es nicht so beenden. Deswegen kommen die auch noch dran. Und dann werde ich wohl wahrscheinlich mir SmackDown vs. 2009 holen, da gibt es auch noch 5 Storylines. 2008 will ich mir nicht holen, weil es für mich nicht so eine schöne Storyline gibt, weil das ist ja eigentlich nur eine erstellte Karriere-Storyline und die ist random-mäßig und die ist erst zu lang, weil da muss man erst fast nur noch kämpfen und da ist nichts mit Storylines. Aber ich gebe noch einen kleinen Lichtblick. WWE Legends. Ich hoffe, da gibt es irgendwas Storyline-mäßiges oder sowas in Art. Da sehe ich noch was Feines für die ganzen Retro-Fans, die das Wrestling, beziehungsweise, ja, die das Wrestling so die WWF geliebt haben. Ja. Ist überhaupt so reden, ich fange mal die Storyline an. Ich bin schon gespannt, was in dieser Storyline passiert, weil wir sind ja erstmalig der Heel. In der Rey Mysterio-Storyline waren wir so ein bisschen hier. Montreal, Canada. Kleine Anmerkung, Chris Jericho ist Kanadier. Kann ich mir auch überlegen, dass ich gegen Undertaker kämpfen könnte, weil in der Undertaker-Storyline war Chris Jericho auch hier. Oh. Schau mal, Chris Jericho haben keinen guten Draht miteinander. Die hatten eine böse Storyline. Die war sehr geil, die Storyline. So, mal sehen. Hallo, Champ. Jericho! Did I catch you on your way to losing? That seems to be all you ever do these days. I think we might have to have a losing intervention for you. Well, you'd be the one to lead it, Miz. You couldn't beat me on your best day. If you want to see me win a match so bad, why don't you take your untalented, unimposing, amateurish self and meet me in the ring? Well, I'd hate to add to the problem, Jericho, but I do want that prize for being the 20,000th guy to beat you. I'll see you at Superstars on Thursday. Ja, genial. Wir haben jetzt schon ein Spezialmatch. Oh. Randy, I know you're feeling a lot of pressure from this triple threat match tonight for the number one contender position, but I... Pressure? First of all, I don't feel pressure. I apply pressure.
It's Big Show that needs to worry, and Cena, he needs to pray. Because I'm on the road back to my WWE Championship, and those two are barely even speed bumps. Aber ich bleib bald mit Chris Jericho. Ja, ich sag jetzt zu Anfang dieser Storyline, obwohl nee, das hielt mir jetzt in 10 Minuten so auf für euch. Ich wollte gerade eine Frage stellen, aber die kommt im nächsten Part. Freut euch drauf. So, ich gucke jetzt in jeden Raum rein, weil die Storyline will schon ein bisschen, wie sagt man's, tiefgründig machen. Will es, dass ich da jeden Tag so überall rumgucke und sehe, vielleicht, ah ja, die Zeitmaschine, genial. Ob vielleicht irgendwie was Besonderes entdecke. Ist hier mal was? Nee. Ich frage mich auch, wieso wir in War sind. Kritiko ist jetzt zwar in War drinne. Oder war, beziehungsweise er ist ja raus. Beziehungsweise er hat aufgehört, aber er ist jetzt mehr in so eine Pause, weil er mit seiner Band Fuzzy auf Tour ist. Aber ich glaube, beim Royal Rumble kommt Chris Jericho wieder. Und ich könnte mir sogar als Face vorstellen, sprich als guter Junge. Ich würde es bevorzugen. Obwohl, er ist als Heel schon richtig gut, aber als Face, ich mag ihn als beide Seiten. Also so oder so, er ist ein guter Wrestler. Ja. Nix so los. Gehen wir jetzt mal da rein. Ja, oh Stephanie. Kleine Anmerkung, die beiden hatten mal ein WWE ein bisschen so ein Verhältnis und so. Also ist sehr angespannt, wissen den auch. Hello, Chris. I believe this weekend was what? 3 strikes against Triple H? I see you can count. And here I thought you weren't qualified to be Raw's GM. Don't give me attitude because you can't get the job done, Jericho. You saw the match, Stephanie. I got ripped off. If WWE had instant replay, the match would have continued. The rules are the rules, and you've taken advantage of them more than anyone else. I want another shot at Triple H at the WWE Championship. I just don't see it. You're starting at the bottom of the ladder now, and if you want to climb up, you need to impress me. Tonight, go out there and dominate. Keep from getting too damaged. Win with your finisher, and it might raise your stock. Maybe. Okay, wir müssen jetzt wenig Schaden erleiden, unseren Finisher zu zeigen und dann, ja. Oh, Zack Ryder, kämpfe gegen Zack Ryder. Woo, you know it. Ja, was kann ich gerade so sagen? Ich will ein bisschen so Gesprächsthema so aufbauen, dass du alles bei meinen Kommentaren nicht nur erste und so schreibt, sondern auch, Santino Marella, habe ich gerade richtig gelesen? Ja, damit es sogar noch ein bisschen Themen geht. Eieieiei. Das ist aber ein War Main Event vom allerfeinsten. Nicht. Chris Jericho ist schon urlange dabei. Also, ich finde, das merkt man nicht voll an, weil für mich ist es wirklich noch frisch. Gewinne mit einem Finisher, bevor du mehr als 20% Schaden nimmst. Chris Jericho looks to redeem himself tonight after another loss to Triple H this past Sunday. Natürlich werden wir das auch schon als Ziel schaffen. Eigentlich bräuchte ich das nicht. Jericho from behind. Weil ich schon als Freischalt habe, aber Gebiete. Ja, es geht jetzt schon auf den Kopf bei Santino. Das ist gut. Schöner Enzugiri. Oh, look at this. Ja. Ich
mal, sieht das jetzt gut aus? Und dann so das Suplex nach draußen. So. Jetzt aber. Oh. The Walls. Auf Jericho. Mal sehen, ob ich ihn jetzt so submitten kann. Ah, ne. Finisher. Soll ein Finisher sein. So.